Köhlern ist eigentlich ein extrem altes Handwerk. Heute gibt es aber nur noch ganz wenige Orte, wo das Handwerk auch betrieben wird. Es ist noch in den Karpaten, in Osteuropa und in ganz Westeuropa gibt es nur noch einen Ort und das ist im Entlebuch. Also es ist, für die Köhler im Entlebuch ist es ein Nebenerwerb. Die meisten dort nebenzu noch bauen. Und sie machen das, weil sie Stunden, die sie vielleicht nicht gerade für die Bauerei brauchen, können sie investieren in die Köhlerei. Also sie bauen dort wahnsinnig tolle Objekte auf, also Holzhäufen, die ganz sorgfältig muss, Stück für Stück aufbauen. Und wenn sie dann diesen Haufen fertig haben, dann sie abdecken, dann anzünden und müssen dann über zwei Wochen lang Tag und Nacht diesen Haufen betreuen. Dann in der Nacht wird es noch verrückter, weil dann irgendwie mit der Stimmung im Wald, das ist effektiv ein unglaubliches Erlebnis, wenn man da dabei sein kann. Also das Köhler ist extrem eine harte Arbeit. Es fängt an beim Aufbau des Meiler, aber ganz besonders auch, wenn man dann den Haufen anzündet und die Kohle brennt, dann ist man 2 bis 3 Wochen ist man eigentlich Tag und Nacht vor Ort, kann 2 bis 3 Stunden schlafen und muss dann wieder auf. Und das ist mit der Zeit ist das extrem anstrengend. Und man sieht dann auch gegen Schluss, also nach 2 Wochen sind die Köhler sind dann wirklich ein bisschen durch und kämpfen, den ganzen Prozess überhaupt durchzustehen und wirklich bis zum Ende durchzuhaben. Verdammte Gott, verdammte Rebe. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch eine Faszination vom Handwerk ausmacht. Also das ist fast so ein Bergbesteigen. Das ist so ein Abenteuer oder eine Herausforderung, wo die meistens Männer sehr gerne annehmen. Und ja, so ein bisschen wie einen Marathon machen wahrscheinlich, wo man, wenn man es dann durchsteht, auch eine grosse Befriedigung da ist.